Rentnerdestination Thailand, von wegen, jetzt kommen die jungen Zuwanderer. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand und im heutigen Video schauen wir uns an, wie sich Thailand verändert. Ja, einige Zuschauer haben mich gefragt, wie ich die Zukunft in Thailand sehe. Ob Thailand sich verändern wird und wenn ja, in welche Richtung es geht in Sachen Expats. In den letzten Monaten habe ich schon einige Videos gemacht in Sachen Visum, aber auch in Sachen Wirtschaftslage etc. Und was man hier feststellen kann, ist, dass vor allem jetzt aufgrund des Wechsels in der Politik, vor allem jetzt auch mit der neuen Premierministerin, nämlich der Tochter von Thaksin, einiges sich ändern wird. Die Pheu Thai-Partei ist zurzeit in Thailand an der Macht und die Pheu Thai-Partei ist bekannt für liberale Einreisebestimmungen. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass die Pheu Thai-Partei vorläufig an der Macht bleiben wird und auch Thailand verändern kann mit ihren politischen Ansichten bzw. mit ihrer politischen Agenda. Was genau bedeutet das vor allem jetzt für die Zuwanderung nach Thailand? Das bedeutet wahrscheinlich goldene Zeiten. Nicht, weil die Wirtschaft boomt, das ist zurzeit in Thailand noch nicht der Fall. Auch nicht, weil die Preise in Thailand nach wie vor tief sein sollen. Die ziehen natürlich auch von Jahr zu Jahr etwas an und Thailand ist für viele auch nicht mehr so günstig wie früher. Aber es wird die Visa- und Zuwanderungspolitik sein, die Thailand massiv interessanter bzw. attraktiver machen wird. Vor allem für junge Zuwanderer. Und was meine ich mit jungen Zuwanderern? Bis dato war es ja sehr einfach für Personen, die über 50 Jahre alt sind, sich in Thailand niederzulassen, wenn man die Anforderungen für ein Non-Immigrant O-Visum und die dazugehörige Extension of Stay für Ü50 erfüllt. Und das haben ja auch sehr, sehr viele Rentner in der Vergangenheit erfüllt. Nichtsdestotrotz stellt man jetzt ja auch langsam fest, dass immer mehr Rentner eine zu geringe Rente haben, um sich in Thailand niederlassen zu können. Und auf der anderen Seite sieht man immer mehr junge Leute, die online ihr Geld verdienen können, die also keinen festen Standort mehr benötigen, zum Beispiel in Dach, Deutschland, Österreich oder der Schweiz, um dort ihr Geld zu verdienen, sondern flexibel sich irgendwo in der Welt aufhalten können und mit einem Computer oder mit einem Laptop ihre Arbeit verrichten. Und diese Personengruppe, die sogenannten digitalen Nomaden, gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und die haben sich auch schon in Südostasien aufgehalten, haben aber vielerorts kein entsprechendes Visum bekommen, um sich eben auch dauerhaft in Südostasien, vor allem in diesem Falle in Thailand, niederlassen zu können. Und dank dem DTV, Destination Thailand Visum, können sich jetzt eben auch junge Leute problemlos in Thailand niederlassen. Und eins kann ich euch garantieren, liebe digitale Nomaden, es ist so einfach, ein DTV zu erhalten. Und das ist genau das, was man aktuell auch sehen kann. Gemäß den Visa-Agenturen, mit denen ich in Kontakt stehe, ist die Anfrage sehr hoch. Aktuell, es gibt gerade einen Run auf dieses DTV. Es ist noch nicht so extrem, wie viele erwartet haben, aber man geht davon aus, dass vor allem, wenn die ersten Erfahrungsberichte da sind, dass da die Nachfrage weiterhin zunehmen wird. Und was ich auch bei mir auf dem Kanal beobachte, ist eine massive Zunahme von Anfragen von Personen, die U40 sind, also noch keine 40 Jahre alt, meistens so im Bereich zwischen 30 und 40, die nach Thailand auswandern möchten und sich hier niederlassen. Und auch sehr interessant, viele dieser jungen Menschen haben bereits eine thailändische Freundin oder sind sogar bereits schon mit einer Thailänderin verheiratet, leben aber noch nicht in Thailand, wollen aber über das DTV sich dann in Thailand niederlassen. Und viele dieser jungen Menschen sind auch bereit, in Thailand zu investieren. Einige planen schon, Immobilien zu kaufen, zum Beispiel Wohnungen. Viele wollen in Bangkok oder in Chiang Mai leben, einige aber auch auf den verschiedenen Inseln,
Kopangan ist hier auch sehr beliebt oder wird sehr oft genannt. Und dementsprechend kann man auch hier davon ausgehen, zumindest gehe ich davon aus, dass in den kommenden Jahren eine massive Zuwanderung an jungen Menschen, an sogenannten Internetnomaden stattfinden wird und auch das Bild in der Barszene, in der Ausgangsszene, aber auch allgemein in Thailand, was die Expats betrifft, also die Ausländer, die hier leben, verändern wird. Ja, ich finde die Entwicklung sehr gut und es freut mich, dass Thailand endlich mal, hoffen wir, dass es auch so bleibt, ein entsprechendes Visum geschaffen hat für diese Personengruppe. Weil bei mir war es ja ähnlich, als ich damals vor gut 13 Jahren nach Thailand ausgewandert bin. Da war ich ja 29, also genau auch in dem Alter, wo jetzt viele junge Ausländer nach Thailand auswandern wollen. Und es war extrem schwierig, sich hier niederzulassen, weil es keine guten Visamöglichkeiten gab für junge Ausländer, die hier was machen wollen. Und was mich vor allem in den letzten Jahren sehr erstaunt hat, ist, dass sehr viele junge Ausländer, die in Thailand leben und hier auch arbeiten, sehr erfolgreich sind. Ich nehme hier ein kurzes Beispiel und zwar den Immobilienberater Christian in Hua Hin, mit dem ich ja auch immer mal wieder ein Video mache. Aber es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Ausländer, die in Thailand ein Unternehmen gegründet haben oder für ein Unternehmen arbeiten und so in Thailand leben können und eben auch erfolgreich sind. Sei es mit einem Restaurant, sei es mit einer Dönerbude, sei es über Immobilien etc. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich will jetzt hier aber das Ganze auch nicht so darstellen, als es einfach wäre. Es ist nicht einfach, aber was man halt auch immer mehr sieht, sind junge Leute, die die thailändische Sprache beherrschen. Also ich bin erstaunt, wie viele Personen ich in den letzten Monaten getroffen habe, die unter 40 Jahre alt sind und in Thailand entweder beginnen mit einem Business oder bereits schon seit einigen Jahren hier leben und ein Business betreiben, die bereits schon die thailändische Sprache sprechen. Jetzt nicht fließend und perfekt, aber wenigstens so gut, dass sie hier zurechtkommen. Ja, ich bin echt gespannt, wo da die Reise hingeht und ich werde auf jeden Fall weiterhin darüber berichten. Und wenn man bedenkt, dass ja nicht nur Personen, also junge Menschen aus Dach, Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Thailand reisen, um sich hier in Zukunft niederzulassen, sondern aus aller Welt, aus dem amerikanischen Raum, Australien, sehr viele Australier hier, aber auch Personen aus Skandinavien, dann könnte das hier wirklich zu einer interessanten Entwicklung kommen. Sollte es nicht visatechnisch wieder zu einer Veränderung kommen, da haben ja jetzt auch schon viele Angst, dass es vielleicht da wieder ein Zurückkrebsen gibt in Sachen DTV, aber diese Sorge habe ich nicht. Also geht mal davon aus, dass alles so bleibt, wie es aktuell ist. Die Steuerthematik, die wird auch noch große Fragen dann aufwerfen, aber hier habe ich auch festgestellt, dass die Steuerthematik eher bei den Rentnern oder bei den älteren Expats große Sorge auslöst, bei den Jungen so gut wie keine. Also das ist wirklich interessant, wenn ich mit Personen spreche, U40, die hier arbeiten in Thailand oder ein Business haben oder auch eben ein DTV beantragen, die machen sich in Sachen Steuern nicht groß Sorge. Die haben das in der Regel schon einkalkuliert. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Schreibt es gerne mal unter das Video in die Kommentare, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, die Entwicklung wird genauso sein, wie ich es hier beschreibe? Oder glaubt ihr eher, nee, das ist nur ein kurzfristiges Ding. Das wird nicht so sein, dass jetzt die Jungen nach Thailand kommen. Also mit jung meine ich jetzt U40 und ob sich das vielleicht alles auch wieder verändert. Das wäre mal interessant zu sehen, wie ihr diese Entwicklung hier mitbekommt. Muss ja nicht immer sein, dass das, was ich hier mitbekomme oder meine Erfahrungen, dass sie dann auch auf ganz Thailand zutreffen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem Leute, die in Chiang Mai oben leben, im Norden, wo es ja sehr viele digitale Nomaden gibt, dass die da Ähnliches erleben wie ich hier. Und vielleicht einige an anderen Orten wie im Isan oder so, dass dort ein ganz anderes Bild sein wird. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund
Und Grüße aus dem wunderschönen Thailand.